Dumm, die dumm, die dumm. Und hier die Treppe hoch. In Richtung Phylax-Sphäre. In Richtung Chaos-Ruin. Soll ich darum abkürzen? Ja, komm. Au. Schlechte Idee. So. An ein Gift vorbei. Kurz rasten. Gift in den Giften. Und dann geht's hier in Richtung Chaos-Ruin. So. Hier können wir auch gleich das einfach mal das Feuer benutzen. Gut. Und hier schalte ich den Ring doch mal um auf... Nö. Mache ich nicht. Feuerring brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt nämlich das komische Ding da hinten besuchen. Und die Gegner, die da unten in der Lava stehen. Also erst einmal muss die Lava natürlich weg. Dazu müssen wir da durch die Nebelwand durch. Und allein das schon kann etwas gemein sein. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Dort unten ist übrigens unser Ziel. Beziehungsweise wir wollen in das Ding da drüben rein. Irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir nur einen kurzen Abstecher hier hin machen. So, dazu geht es jetzt erstmal ab durch die Nebelwand. Und es passiert erstmal nichts. Außer, dass natürlich die Nebelwand hinter uns noch existiert. Und ja, ich habe ja in einem meiner Videos angemerkt, dass ich irgendwie glaube, dass der Nebel eine besondere Bedeutung hat. Vom Wanderflug stelle ich mal wieder um aufs Goldharz. Übrigens könnte man hier ziemlich gut cheaten, durch diese Schlucht hier. Aber das machen wir nicht. So, wir laufen hier einfach hin. Laufen hier rein. Laufen hier rum zum Boss. So. Den Boss könnten wir auf zwei Arten triggern. Einmal, indem wir ihn auf ihn schießen. Das hat allerdings einen Nachteil. Dadurch begehen wir eine Sünde. Was gerade für Online-Spieler eine schlechte Idee ist. Also mir wäre es egal. Aber ich zeige euch für diesen Run mal den normalen Weg, wie man ihn aggressiv macht. Nämlich indem man hier den Schrein plündert, den er bewacht. So. Genau. Das macht ihn aggressiv. Und wir sollten gucken, dass wir wegrennen. So. Und zwar gucken, dass wir in die sichere Nische rennen. Nein, das ist nicht die sichere, das da ist die sichere Nische. So. Hier sind wir nämlich definitiv sicher vor ihm. Gut. Aufs Pine Resin umschalten umschalten und das Ding verzaubern. Und dann einfach warten, bis er hier rumgelaufen kommt. Das ist nämlich die eigentliche Strategie, ihn zu besiegen. So, jetzt schlägt er nämlich... jetzt kotzt er erstmal Lava. Und regt sich tierisch auf. Okay, das könnte auch passieren. Ja. So, jetzt schlag mal richtig hier rein.
Ja. Du machst da gerade irgendwas falsch, Junge. Ja, definitiv. Irgendwas ist jetzt gerade an ihm ein bisschen buggy. Ja, komm her. Komm, stell dich so hin. Warum machst du das? Warum benimmst du dich so komisch, hä? Warum? Leider mache ich dir dadurch ziemlich wenig Schaden. Au. Aber du machst mir ordentlich Schaden. Okay. Irgendwie ist er wütend, dass wir uns das Zeug geschnappt haben. Au. Okay, wenn das so weitergeht, sterben wir. Ja. Zum Glück haben wir den Flakon weit genug abgegradet. Und da pustet er sich immer so komisch ab. Ehe er zuschlägt. Das finde ich arg seltsam von dir. Naja, komm. Wir rennen einfach mal zurück zum Anfang. Dann kann ich euch ja mal zeigen, wie die Lame-Taktik ist. Autsch, außer dass wir umgenutzt werden. So. Genau. So. Tschüss. So kann man die übrigens auch besiegen. Und Zwischensequenz. So, wir haben ihn besiegt. Er ist übrigens da runtergefallen und dabei gestorben. Und 20.000 Seelen, die wir ausgeben können. Sehr schön. Ja. Eigentlich wäre die Strategie gewesen, sich da in der Nische zu verstecken, wie ich es getan habe. Und dann schlägt er in die Nische rein, hält seine Hand da kurz und wir können zurückschlagen. Aber wenn ich mir gerade das ansehe, was wir gerade gemacht haben, nämlich ihn da runtergelockt, habe ich so das Gefühl, dass das die wirkliche Taktik ist, ihn zu besiegen. Weil eigentlich rennt man ans Ende dieser Arena, triggert ihn, indem man die Rüstung klaut und muss dann zum Anfang zurückkommen. Dann macht er diesen komischen Sprungangriff und bleibt dann stecken. Und wenn man ihn dann den Arm weghaut, fällt er runter. Das könnte wirklich die gewollte Strategie sein. Was mir eigentlich noch nie wirklich gekommen ist. Aber wenn es so ist, dann beschwere ich mich nicht. So, wir haben erstmal Seelen, die wir beim Leuchtfeuer ausgeben möchten.
Dumm. So. Die beten hier alle, während ich mal aufsteige. Und währenddessen nehme ich mal... Nö. Wollte eigentlich sagen, währenddessen nehme ich mal meinen Helm ab. Oder doch, ich kann ihn abnehmen. Ich kann meinen Helm abnehmen. Und mich mal von einem von den Jungs hier, von den Aggressiven, attackieren lassen. Na komm, attackier mich richtig. Nicht so fad, komm. Na komm, mach's richtig. Genau jetzt. So. Und jetzt rennen wir weg. Das müssen wir uns nämlich am Kopf kratzen, oder? Na, nicht wirklich. Deswegen macht's nochmal ruhig. Genau, dieses Mal hat's auch wahrscheinlich geklappt. So, und jetzt wegrennen. Eintrinken. Kratzen wir uns jetzt am Kopf? Immer noch nicht wirklich, hä? Oh ja, mach das ruhig noch ein paar Mal. Ich will nämlich von ihnen infiziert werden, gebe ich ehrlich zu. So, ich glaube, wir müssen unter 50% unseres Lebens oder so kommen. So, jetzt müsste das aber reichen dann. So. Kratzen wir uns jetzt am Kopf? Ich laufe erstmal vor den beiden weiter weg. Das klappt normalerweise nur, wenn wir keinen Helm tragen. Und hat noch Auswirkungen auf die Story. Deswegen laufe ich erst einmal weggepflegt. So, und bleib mal kurz stehen und guck mal, ob ich mich jetzt am Kopf kratze. Jetzt müssten sie ja genug Zeit gehabt haben, mich zu infizieren. So, noch einen Schluck. Und dann räumen wir mal hier auf. Die Jungs kennen wir hier nämlich. Auch wenn sie nicht mehr so hart sind wie ihr... wie ihre Kameraden. Weil die nächsten 5 Minuten müssen wir warten, bis das Ei schlüpft. Beziehungsweise bis das Ei inkubiert. Und das wollte ich euch, die Warterei wollte ich euch ersparen. Wow. Ja komm, jump ruhig. Stirb einfach. So. Danke für den ersten Toten. Viel wichtiger sind mir die da hinten. Die bewachen nämlich etwas für mich Wichtiges. So, deswegen schnappen wir uns erstmal das. Erstmal den Bogen und locken einen an. Kratzen uns immer noch am Kopf. So. Lassen den näher an uns rankommen, dass er aus der Lava raustritt. Und genau. Der zweite Schlag bringt ihn nämlich ins Taumeln. Und dann können wir ihn ganz leicht kaputt hauen.